Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um das Thema Akkuschonen. Und zwar habe ich beim Samsung Galaxy Tab S6 Lite eine Funktion entdeckt, die sie Akkuschützen nennt. Wie eventuell dem einen oder anderen bekannt ist, soll es ja für Akkus in Smartphones und Tablets schonender sein, wenn man sie nur bis ungefähr 85% lädt und bis 15% entlädt. Heißt, sie nie komplett volllädt und auch nie ganz entlädt, einfach um die Lebenszeit des Akkus zu erhöhen. Und genau diese Funktion gibt es jetzt beim Samsung Galaxy Tab S6 Lite. So, ihr seht mich hier in den Geräteeinstellungen und wenn wir mal wieder auf den Punkt Akku und Gerätewartung gehen und dann hier auf den Punkt Akku, können wir hier unten bei weiteren Akkueinstellungen hier unten den Modus nehmen, Akku schützen. Da steht schon, die Maximalladung wird auf 85% begrenzt, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Und das Ganze läuft dann wie folgt ab. Nach dem Neustart des Geräts ist dann die Akkuanzeige anders. Und zwar, wenn das Tablet eigentlich nur zu 85% geladen ist, zeigt es schon 100% an. Und wenn es dann bei 0% angelangt ist, dann zeigt es 0% an. Hat dann zur Folge, dass ihr das Gerät deutlich weniger nutzen könnt von der Nutzungszeit. Das heißt, ihr müsst es öfter aufladen. Allerdings soll das auch dazu beitragen, dass man das Tablet einfach länger mit dem gleichen Akku verwenden kann. Das heißt, man generell länger Spaß und Freude am Tablet hat, denn wenn einmal der Akku kaputt ist, dann hat man vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde Nutzungszeit und das ist ja lächerlich. Ich selbst habe jetzt überlegt, ich werde das mal machen, indem ich jetzt hier draufklicke und mein Tablet neu starte. So, und während das Gerät jetzt neu startet, nochmal so generell der Hinweis. Die Akkulaufzeit vom Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist ja richtig, richtig gut. Und dementsprechend ist so die Überlegung, okay, man wird es ungefähr 30% der Akkulaufzeit einbüßen, wenn man ja die oberen 15% und untere 15% wegnimmt. Und da ist jetzt die Frage, möchte man das? Ich selber probiere es einfach mal aus, denn ich würde schon gerne das Tablet möglichst lange verwenden, bevor es wegkommt, bevor es irgendeinen Schaden hat. Und deswegen teste ich mal, wie es mir so taugt. Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Akkulaufzeit wirklich deutlich kürzer ist. Ich selbst nutze das Tablet allerdings höchstens 3 Stunden am Stück. Und dann kann ich es theoretisch aufladen momentan zu Hause. Für einen Schüler sieht es vielleicht anders aus, der den ganzen Tag in der Schule sitzt. Da müsste man es wirklich einfach mal testen und zur Not eine Powerbank mitnehmen, falls es eben nicht funktioniert. Aber ich finde es toll, dass Samsung uns die Möglichkeit gibt, dass wir selbst entscheiden dürfen als Kunden, dass wir eine geringere Akkukapazität in Kauf nehmen und dafür eine längere Lebensdauer haben können. Also ich finde es an sich genial und kann euch nur empfehlen, es mal auszuprobieren, wenn ihr euer Gerät länger als, ich sag mal so, 3 Jahre verwenden wollt. So, der Neustart ist durchgeführt. Wir sehen hier an der Akkuanzeige hat sich jetzt erstmal nichts geändert, da steht immer noch 42%. An sich kann man generell sagen, wenn man einen Akku umstellt, irgendeine Akkueinstellung, dann funktioniert das erst wieder korrekt, wenn man ihn ziemlich tief entladen hat und wieder komplett am Stück auf 100% aufgeladen hat und ihn dann absteckt. Dann kann man sagen, weiß der Akku quasi, wo sein Referenzpunkt für voll ist. Und da er weiß, wie groß er ist, kann er da quasi auch dementsprechend sagen, wo 0% sitzen. Aber ansonsten war es das auch schon. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.